Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Fidus TV. Ich begrüße euch zu unserem ersten Video Blitzkunde Panzerguide. Okay, zugegeben, der Titel ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber es geht in die richtige Richtung. Heute geht es im Speziellen um den Comet, einen Stufe 7 Medium der Briten. Dieses Video wird aufgebaut sein wie die hoffentlich folgenden. Wir schauen uns zunächst den Tech Tree an und welche Module ihr in welcher Reihenfolge freischalten solltet. Direkt im Anschluss werden wir den Comet mit den Gegenparts der anderen Nationen vergleichen. Direkt im Anschluss werde ich euch meine Empfehlungen aussprechen, welche Verbrauchsgüter und dergleichen ihr wählen solltet, um gute Runden spielen zu können. Zum Abschluss werde ich euch noch zwei Replays von mir präsentieren, die ich kommentieren werde, um euch einfach mal einen kleinen Einblick zu zeigen, wie man den Comet in den einzelnen Runden spielen sollte. Vielleicht für euch nur kurz zur Einordnung dieses Videos. Ich bin mit meinen mittlerweile über 30.000 Battles in WoT 2 ein durchaus erfahrener Spieler, habe in WoT Blitz aber gerade mal so knapp meine 2000 Games voll. Bedeutet, ich stecke noch knietief im Noob Matchmaker. Das ändert meiner Meinung nach aber nichts daran, dass ihr bei mir ganz gut sehen könntet, wie man den Comet ungefähr spielen sollte, auch wenn die Gegner in der Realität vielleicht etwas heftiger zurückschlagen. Sollte euch das Video gefallen haben und ihr hättet Lust, uns mal live zu sehen, besucht uns gerne auf unserem Twitch-TV-Channel. Wir heißen auch dort Hilos TV. Wir würden uns sehr über euren Besuch freuen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit diesem Video. Zu der Linie bis zum Comet gibt es nicht so viel zu sagen. Matilda, sehr cooler Panzer, Crusader, Spaßmobil, Cromwell, das erste richtige Beast der Reihe. Habe ich auch sehr genossen, war ein sehr cooler Panzer. Ihr habt noch die Möglichkeit, über den Sherman Firefly zum Comet zu spielen, was eventuell sogar die intelligentere Lösung ist, denn dann spielt ihr gleich den Challenger mit frei. Ich habe mich für den Cromwell entschieden und habe es ehrlich gesagt auch nicht bereut. Wir sind mittlerweile direkt im Tech Tree des Comets angekommen. Es gibt insgesamt 4 Module freizuspielen. Solltet ihr beim Cromwell vergessen haben, den Motor freizuspielen oder es extra nicht getan habt, ist das auf jeden Fall der erste Punkt, den ihr freispielen solltet. Für gerade mal 2240 EP gibt es den größeren Motor, der dann schon mal wieder ein bisschen mehr Bums gibt. Bei den weiteren Modulen muss ich tatsächlich sagen, bin ich selber etwas zwiegespalten. Die größere Gun bietet nicht so viele Vorteile, dass man sie jetzt zwangsläufig freispielen muss, zumal für Turm und Gun zusammen knapp 30.000 EP fällig werden. Es wäre eventuell tatsächlich sinnvoller, die Ketten freizuspielen, die einen kleinen Mobilitätsboost geben. Nichtsdestotrotz ist es letztendlich eure Wahl. Ich würde trotzdem über Turm und Gun gehen. Bei der Gun sehen wir auch direkt, was diesen Panzer auszeichnet, nämlich eine absolut brutale DPM. 2850 voll ausgebaut, so wie bei mir. Zugegeben, ich habe alles eingebaut, was man haben kann, plus Versorgungsgüter mit Rationen, allem drum und dran. Nichtsdestotrotz 2850 DPM auf T7, das ist definitiv eine Ansage und damit könnt ihr sehr, sehr, sehr geil arbeiten. Insgesamt sind die gesamten Stats des Panzers durchaus ansehnlich. Streuung auf 100 Meter 0,30, sehr cooler Wert. Wie gesagt, DPM brutal mit der Nachladezeit. Zugegeben, man muss den Damage an den Mann bringen können, das ist immer ein bisschen problematisch. Einziger Knackpunkt ist vielleicht die nicht ganz so bahnbrechende Penetration mit 148 mm auf Panzerbrechen sowie 208 mm auf der Premium-Munition. High Explosive braucht ihr eigentlich überhaupt gar nicht zu feuern mit 20 mm. Das ist vielleicht mal ein Light Stufe 6 oder so, der euch ganz ungünstig den Arsch zuzeigt. Aber im Großen und Ganzen seid ihr eigentlich auf die Panzerbrechende bzw. auf die Hardcan-Geschosse angewiesen, mit denen der Panzer aber auch sehr, sehr gut spielen kann, denn er ist ein Flankierer. Ein weiterer wichtiger Punkt für den Comet ist vielleicht die Gun Depression, nämlich 12 Grad runter. Das bedeutet, dass ihr an allen möglichen Hügeln wunderbar euch ranpirschen könnt und über die Hügelkuppe hinwegschießen könnt. Das kann man bei diesem Panzer tatsächlich sehr, sehr gut nutzen. Der Turm selber ist nicht frontal so gut gepanzert, dass man das jetzt unbedingt aussitzen kann, wenn auf einen geschossen wird. Nichtsdestotrotz kann man ganz gut Peekaboo spielen über die Hügelkuppen und dem Gegner den einen oder anderen Schuss setzen. Vielleicht auch mal durchaus mit Auto-Aim. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die relativ gute Mobilität mit 37 Stundenkilometer Maximalgeschwindigkeit. Die erreicht er auch relativ fix. Das einzige Problem, das habe ich auch in vielen Runden gemerkt, ist die Rückfahrtsgeschwindigkeit. Die ist nämlich absolut unterirdisch und wenn ihr versucht, rückwärts vor einem Gegner wegzukommen, dann wird das ganz, ganz oft euren Tod bedeuten. Wir sind zurück im Tech Tree unter blitzstars.com. Die Seite solltet ihr eigentlich alle kennen. Da könnt ihr sehr gut Panzer vergleichen. Ich habe mich für den T43, den Panther 1 und den P43 TR entschieden, da das so die gängigsten Modelle sind. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich keine Premium-Panzer gewählt habe, dass ich es sinnvoller finde, den Comet mit seinen Tech Tree-Kumpels zu vergleichen. Was uns im Reiter Feuerkraft direkt als erstes ins Auge sticht, sind die 2849 Damage per Minute. Ein wahnsinniger Wert, deutlich höher auch nochmal als T43 und Panther 1. Also da könnt ihr wirklich richtig, richtig gut dealen.
Die Durchschlagskraft ist, wie schon erwähnt, nicht ganz so genial. 148 mm, nur der T-43 ist schlechter. Der Panther mit 198 mm natürlich eine absolute Koryphäe. Nichtsdestotrotz reichen die 148 mm durchaus aus. Die hohe DPM erkämpft sich der Comet auch durch seinen relativ geringen Alpha in der Verbindung mit der hohen Feuerrate. Wie gesagt, Nadelpistole. Ihr müsst schon zusehen, dass ihr immer 2, 3, vielleicht sogar 4 Schuss an den Mann bringt, damit ihr wirklich auf euren Damage kommt. Ansonsten wird das Ganze relativ dunkel. Bleibt im Reiter Feuerkraft noch die Mündungsgeschwindigkeit mit 785 Metern nicht unbedingt brillant. Ich würde euch dazu raten, hier vielleicht zum Zubehör Überladung zu greifen, um die Mündungsgeschwindigkeit etwas zu erhöhen. Es ist spielbar, wird aber schon relativ kritisch. Die 950 bzw. 945 Meter pro Sekunde von Panther und T-43, die sind da einfach eine Hausnummer mehr. Unter dem Reiter Waffenhandlung haben wir zunächst die Streuung. Wie schon erwähnt, 0,30 ist ein richtig stabiler Wert. Nur der Panther ist etwas besser und das ist nun mal halt auch einfach top of the tree in dem Bereich. Das Problem sind die Softstats, das sage ich euch ganz klar. Wenn ihr jetzt auch gerade dieses Peekaboo über den Hügel spielt, geht der Blum der Kanone schon relativ weit auf. Das heißt, diese ganzen Schüsse aus der Hüfte, die gehen gerne mal daneben. Da ärgert man sich ganz besonders, kann man aber leider nicht vermeiden. Der Neigungswinkel ist, wie gesagt, die zweite große Stärke des Comets. 12 Grad negativer Richtwinkel ist der absolute Wahnsinn. Ihr könnt so geil über irgendwelche Hügelkuppen spielen und einfach die Stärke dieses Comets ausnutzen in solchen Bereichen. Den Reiter Beweglichkeit handle ich etwas schneller ab, denn ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt die größte Stärke des Comets ist. Er ist alles in allem relativ schnell, relativ beweglich. Ja, es ist aber halt alles relativ. Also ihr müsst euch da im Klaren sein, dass ihr auch gerne mal aus schlechten Situationen nicht unbedingt ganz einfach rauskommt, weil er einfach so schlecht manövriert. Ich habe es gerade schon angesprochen, das Rückwärtsfahren mit diesem Panzer ist ein absolutes Graus. Und ich habe schon etliche Situationen erlebt, wo ich rückwärts nicht mehr vor dem Gegner weggekommen bin und einfach nur massiv auf die Fresse bekommen habe. Unter sonstiges Extra gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Die Sichtweite ist mit 274 Metern ganz in Ordnung. Wie ihr seht, der Panther 1 hat auch nicht mehr. Die SP sind mit 1200 auch ganz gut angelegt. Ist halt Mittelfeldplatz, alles in Ordnung. Was man noch vielleicht auch erwähnen sollte, ist die Turmpanzerung mit 111 mm jetzt nicht ganz so grandios. Das ist halt auch das Problem, das er beim Peekaboo über die Hügel gerne mal verspürt. Er kriegt nämlich ganz gerne durch die Kanonenblende einfach mal eine Kugel rein. Da müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Insgesamt sehen die Daten bei Blitzstars über die letzten 90 Tage ganz gut aus. Die Siegesrate ist höher als die der anderen drei Panzer. Insgesamt sehe ich da auf der rechten Seite eine ganze Menge Rot. Der Panzer funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Er hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht, wobei ich ihn jetzt auch noch weiterspielen werde, weil ich die Medium-Linie an sich auch sehr interessant finde. Ich denke aber tatsächlich, dass momentan, wenn man eine strategische Entscheidung treffen möchte, zunächst zu den Lights leveln sollte, weil das momentan einfach die starken Biester sind. Das war's auch schon wieder mit dem Panzervergleich. Wir sind wieder zurück in der Garage und ich möchte euch jetzt ein bisschen was dazu sagen, was ich in den Panzer eingebaut habe und was in meinen Augen durchaus Sinn ergibt. Kommen wir zunächst zu den Verbrauchsmaterialien, meine absolute Standardkombination, Ersatzteilkiste, auf der 2 Vielzweckwiederherstellungspaket und auf der 3 Adrenalin. Warum? Auch bei dem Comet kommt es durchaus darauf an, die Schussfenster maximal zu nutzen. Das heißt, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, wirklich Damage an den Mann zu bringen, zieht Adrenalin und knallt den die DPM um die Ohren. Es ist der helle Wahnsinn. Zum Thema Proviant gibt es auch nicht ganz so viel zu erzählen. Ich verwende eigentlich in fast allen Panzern die gleiche Kombination. In diesem Fall habe ich mich für den schwarzen Tee entschieden. Dazu Pudding und Tee. Wow, eine ganze Menge Tee. Und dazu das Schutzset. Warum die anderen beiden nicht? Verbesserter Treibstoff ist mit Sicherheit auch ganz cool, wenn man einen Löwen fährt. Der Comet ist aber an sich schon relativ mobil. Man kommt also ganz gut damit klar. Von daher wäre das für mich ein verschwendeter Slot. Genauso wie der Standardtreibstoff. Wenn ihr also entsprechende Verbrauchsgüter einbauen wollt, entscheidet euch für den schwarzen Tee, Pudding und Tee und das Schutzset. Zum Thema Munition gibt es auch nicht so viel zu sagen. Letzten Endes seid ihr da frei in euren Entscheidungen. Es ist nicht in einer Runde vorgekommen, dass ich mich leer geballert habe. Ich denke, 35 AP reicht völlig aus. Nehmt 16 Hartkerngeschosse mit, auch wenn ich selber meistens versuche, mit relativ wenig Premium-Munition über die Runden zu kommen, um einfach auch während des Levels schon ein paar Credits zu machen. Ich denke, das ist eine gute Kombination. 10 HE, ich habe es gerade schon gesagt, HE nicht so effektiv beim Comet. Könnt ihr einpacken, aber die Anwendungsbeispiele sind wahrscheinlich äußerst beschränkt. Kommen wir zum letzten und in meinen Augen auch entscheidenden Punkt, dem Zubehör. Ich habe mich für den Ansetzer entschieden, 7% Nachladezeitreduzierung, für mich einfach nice to have. Das Verteidigungssystem ist bei mir eigentlich auch Standard-Set. Auf der Spezialisierungsschiene habe ich mich für die verbesserte Optik entschieden. Ich denke einfach, dass der Panzer über den Tarnwert nicht ganz so viel macht. Er kann aber auch durchaus mal spotten.
Wie ihr seht, auch gerade schon angesprochen, Überladung, um die Granatenfluggeschwindigkeit zu erhöhen, in meinen Augen einfach nice to have, macht den Panzer auf jeden Fall ein bisschen smoother. Unter Vitalität ganz klar mehr HP, was sollen wir mit Panzerung, der Comet hat so gut wie keine Panzerung und durch das bisschen mehr wird es auch nicht viel besser. Motorbeschleuniger, meiner Meinung nach auf der Spezialisierungsschiene die einzig sinnvolle Wahl, da ihr auch hier Wanddrehgeschwindigkeit dazu bekommt, wenn auch nicht ganz so viel wie über verbesserte Steuerung. Nichtsdestotrotz sind die Gesamtstats auf dieser Position in meinen Augen einfach sinnvoller. Vertikaler Stabilisator ist eingebaut worden, wobei ich denke, da tatsächlich ist es auch so eine Sache, ob jetzt Präzisionsgeschütz nimmt oder vertikaler Stabilisator. Ich würde den vertikalen Stabilisator empfehlen, meine Wahl. Die Werkzeugkiste ist bei mir eigentlich auch standardmäßig verbaut und solange ich mit Verbrauchsgütern spiele, hochwertiges Verbrauchsmaterial, um einfach schneller die Boosts wieder zu bekommen, Adrenalin, dass ihr vielleicht auch zweimal in der Runde Adrenalin feuern könnt und dann richtig Damage drücken könnt. Kommen wir jetzt also zu den Replays, die ich euch schon versprochen habe. Es sind zwei an der Zahl, zwei sehr starke Runden, wie ich zugeben muss. Ich habe natürlich auch, genau wie jeder andere Spieler, eine Menge schlechte Runden dazwischen. Das ist einfach so. Das sind aber zwei Runden, in denen ihr ganz gut sehen könnt, was man mit dem Comet machen kann und vor allen Dingen, worauf es vielleicht auch im Gameplay selber ankommt. Es sind beides, soweit ich mich erinnere, 8er Matches. Hier sind es jetzt 4 8er, 3 7er. Ich habe mich relativ früh für eine aggressive Position entschieden, um einfach vielleicht schon mal einen First Spot zu bekommen und da schon mal zu schauen, was so an Gegnern von der Seite kommt. Vielleicht auch schon mal den ersten Schaden rauszuknallen. Das ist am Anfang in meiner Meinung immer eine ganz gute Sache. Ich gebe aber zu, dass ich hier schon relativ vorsichtig bin, weil ich halt wenig Lust habe, da jetzt gleich schon irgendwie eine Schelle von einem TD oder sowas zu bekommen. Dementsprechend ein bisschen vor, ein bisschen zurück, wiggle wiggle und schauen, was da so an Gegnern kommt. Ich sag's nochmal, ich hab's schon erwähnt, ich stecke noch im Noob-Matchmaker, ich bitte das zu entschuldigen. Es sieht hier manchmal ein bisschen nach Seal-Clubbing aus, ich kann es aber halt leider nicht ändern. Ich habe halt nur einen WoT-Account. Ich bin relativ frisch in WoT Blitz, erst seit einem Monat dabei und da ist halt einfach der Noob-Matchmaker eingebaut. Das ist nun mal leider so. So, hier seht ihr schon, ich komme das erste Mal von der Seite, konnte jetzt nicht unbedingt riechen, dass der T-34 in meine Richtung guckt, war aber auch nicht ganz klug von mir gemacht, ich hätte vielleicht einfach mal um die Ecke pieken sollen, was der T-34 da macht. Ich gebe jetzt dem T-34 noch eine Schelle mit, habe jetzt soweit noch keine weiteren Spots in der Nähe, die mir gefährlich werden können. Da habe ich jetzt aufgepasst, okay, Su kommt von der Seite, alles klar, zurückziehen. Immer ein Auge auf die Minimap schauen. Absolut lucky, dass ich den nicht abbekommen habe. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ihr habt unglaubliche DPM. Zwei Schellen raushauen, rein in die Deckung und versuchen in der Möglichkeit keine weitere Schelle zu bekommen. Sturmgewehr hat wieder geschossen. Kann man jetzt drüber streiten, ist so ein bisschen verschwendete Situation gerade, dass ich hier jetzt in diesem Punkt noch so Richtung Sturer Emil gucke. Eigentlich ist das zu gefährlich, ich fahre jetzt rückwärts aus der Deckung raus, hätte auch ins Auge gehen können. Eigentlich ein bisschen zu aggressiv gespielt, hätte ich auch durchaus mit HP bezahlen können. Ich merke jetzt, okay, von hinten kommt ein Angriff, Medium, M41 Bulldog und jetzt aufpassen. Ich zünde Adrenalin und jetzt gibt's richtig DPM. Bis zum Amorek, scheiße, sowas passiert dann halt in solchen Momenten immer. Das war aber so eine typische Situation, wo ihr ihn einfach mit DPM an die Wand spielen könnt. Da könnt ihr richtig geil drücken. Ihr seht das jetzt, 2,8 Sekunden Reload mit Adrenalin, der helle Wahnsinn, was ihr da an Damage drückt. Hab ihn sogar noch in Brand gesetzt, absolut Best Case für mich. Und ich fahre jetzt nochmal von der anderen Seite an. Hat einfach den Hintergrund, dass ich da gegen drei Heavys spiele und es halt relativ wenig Sinn ergibt, da irgendwie von der Front zu kommen, sondern hier ist es ganz klar Sache, schaut, dass ihr von der Seite rankommt und bringt eure DPM ins Spiel. T34 rausgenommen, es geht weiter für mich. Ich merke jetzt schon, da hinten entsteht irgendwie eine kleine Liebesgeschichte zwischen dem KV4 und der Su. Ich weiß nicht so recht, was da zwischen den beiden abläuft. Die sind auch schon die ganze Zeit am Chatten, hat mich schon während des Spiels irgendwie ein bisschen irritiert. Hab gerade mitbekommen, der T-34 hat geschossen. Ich habe also durchaus Zeit für zwei Schüsse. Jetzt merkt ihr, okay, so weit angedreht, dass der Schuss nicht mehr durchgegangen wäre. Lieber schnell in die Deckung rein, bevor man den nächsten Schuss abbekommt. Das wäre jetzt schon eine relativ ekelhafte Kelle gewesen. Der hat nun mal auch immerhin gute 400 Damage, die er euch ins Gesicht drückt. Ihr seht jetzt schon, da KV4, Su 152, die tänzeln da so ein bisschen um sich herum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was deren Auftrag war. Aufpassen, der KV4 merkt, oh, ich habe auf ihn geschossen, mein Mate, ich muss ihn beschützen. Das war jetzt natürlich ein komplett verballerter Schuss, keine Ahnung, wo der hingegangen ist, der wäre eigentlich normalerweise drin gewesen. Aber gut, wir kennen es ja, RNGesus und so weiter und so fort. Naja, ihr seht jetzt auch wieder schön von der Seite kommen, seitlich auf den Turm vom T-34, ist jetzt auch nur ein riesiger Weakspot. Dem Löwen nochmal drücken, ihr seht jetzt, der Adrenalin-Timer ist zurück.
An sich habe ich den jetzt zu spät gezogen. Ich wusste nicht, wie sich die Situation entwickelt, ob der Löwe eventuell wegfährt. Ich hätte es früher ziehen sollen, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit der Situation. Unnötiger Schuss, den frisst definitiv die Kette, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Nochmal einmal auf den Turm geballert, Löwe ist raus aus dem Spiel, mittlerweile bei 3440 Schaden. Ich will natürlich noch diese geile kleine Su haben. Ich weiß, dass der KV4 ihn blockt, er möchte ihn gerne beschützen, aber ich denke, es ist mein gutes Recht, den rauszunehmen. Ich weiß nicht, was das für eine Love Story da ist, aber gut. Zweimal verballert, natürlich auch absolut Deluxe. Jetzt rennt mir sogar noch der M41 Bulldog dazwischen. Ich habe schon fast aufgegeben, wollte eigentlich stehen bleiben. M41 Bulldog fährt weiter, KV4 schiebt den Su, die Su zurück und ich kriege noch den letzten Kill. Das hat mir tatsächlich nochmal die Runde versüßt. Runde zu Ende, ich war auf jeden Fall sehr stolz auf diese Leistung. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Runde gewesen, die auch sehr gut zeigt, was der Comet tatsächlich bringen kann. Wir starten auch direkt mit der zweiten Runde. Ähnliches Setup, dieses Mal allerdings nur zwei Achterpanzer. Auf unserer Seite ein Light und ein Medium, auf der gegnerischen Seite zwei Heavies. Finde ich persönlich ein bisschen unfair, wenn die Heavies das Ding hier gut runterspielen, ist das für sie normal so ein Freerun. Der Tiger 2 ist halt einfach ein absolutes Monster. Wenn er da seine Stärken richtig ausspielt, gibt's auf die Fresse. Wie in der letzten Runde auch, gehe ich relativ aggressiv an das ganze Ding ran. Ihr seht, ich bin ganz vorne mit dabei. Ich will einfach gucken, was kann da kommen. Vielleicht schon mal einen First Spot machen. Ein bisschen über die Hügelkuppen schauen. Ihr seht das schon hier. Immer mal wieder ein bisschen gucken. Na, wo könnte eventuell noch was vorbeikommen? Nebenbei angemerkt übrigens, wenn ihr nur ein Replay sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Comments reinschicken. Ich weiß, dass solche Replays immer so ein bisschen Selbstbeweihräucherung sind, weil ich mich natürlich auch für die guten Runden entschieden habe, um euch zu zeigen, was mit dem Comet möglich ist. Es bringt euch nichts, drei Replays von mir zu sehen, wo ich jeweils nur 600 Schaden rausballer und nach 30 Sekunden tot bin. Das passiert leider auch, das kommt vor. Wenn ihr keine zwei Replays sehen wollt, dann müsst ihr mir einfach mal kurz einen Comment hinterlassen. Der LTTB war ein bisschen lucky, der Schuss hätte eigentlich sitzen müssen, aber gut. Kann man nichts machen, RNGs, wie auch in der letzten Runde schon. Ich versuche jetzt so langsam an den Tiger ranzukommen, kriege den leider nicht mehr ganz rein, da ist der Tiger schon weg. Ist aber auch eine ungünstige Position für mich, der Turm vom Tiger 1 ist relativ gut gepanzert. Da komme ich mit der Nadelpistole nicht so geil durch, dementsprechend entscheide ich mich dafür runterzufahren. Der AMX 12T ist in diesem Fall jetzt eigentlich kein Gegner für mich. Klar, der kann mir drei Schüsse setzen, macht jetzt aber auch nicht so fett Aua und ich DPM den halt einfach aus. Beim AMX 12T kann man sogar davon ausgehen, dass vielleicht noch einer bounced. Der hat jetzt gesessen, ich hole direkt die Kette hoch. Zweiter Schuss. Zieh Adrenalin, eigentlich unnötig in der Situation. Hab sogar nochmal verschossen, also auch hier nochmal eine Gimp-Situation. Er hatte anscheinend schon einen Schuss weniger im Magazin, konnte nur zweimal auf mich schießen. Ist jetzt direkt rausgenommen worden. Ich ziehe direkt hinter dem Tiger. Jetzt ist natürlich der Pantera relativ doof aufgestellt. APCR-Laden, Unterwanne, Tiger 1. Damit Standardmunition draufzuholzen, bringt nichts. Wieder Glück gehabt, angezündet. Einmal kurz wiggeln, ausweichen. Funktioniert natürlich nur bei Anfängern, aber kann euch mal das Leben retten. Also einfach so machen, nicht gerade auf den Gegner zufahren, sondern ein bisschen links, rechts. Erhöht auf jeden Fall eure Überlebenschancen. Das Spiel sieht jetzt schon relativ schlecht aus. Beide Achter-Heavys sind noch am Leben, haben noch Full Life. Zu der Runde, zu dem Zeitpunkt, habe ich die Runde eigentlich schon abgeschrieben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das Ding noch gewinnen. Spoiler, die Runde wird gewonnen. Ich suche mir jetzt eine sinnvolle Position, wo ich wirken kann, eventuell sogar ohne aufzugehen. Das war hier jetzt so der Test. Ich kenne die Maps noch nicht ganz so gut. Vielleicht durchs Gebüsch ballern, habe mich aber dazu entschieden, dass das vielleicht doch nicht die sinnvollste Option ist und dass man vielleicht doch Sinnigeres machen kann. Dementsprechend fahre ich weiter, um zu gucken, wo ich mir noch eine Position geiern kann. Habe jetzt nochmal Revue passieren lassen, was ich da gerade gesehen habe. Vielleicht bietet sich da doch ein Schussfenster. Ich fahre mal wieder zurück. Und jetzt kommen die 12 Grad Gun Depression ins Spiel. Schön über die Hügelkuppe gucken. Es ist nur ein kleiner Teil von eurem Panzer zu sehen. Also selbst wenn man in eure Richtung aimt, habt ihr eventuell das Glück und könnt da einfach weiterballern, während die Gegner einfach daneben schießen. Tiger 2, Stockturm, absolutes Opfer. Ganz, ganz, ganz furchtbar zu spielen. Ist mir letztens auch passiert. Musste ich auch durch. Richtiger Wahnsinn, das Teil Stock zu spielen. Ich gebe hier jetzt nochmal einen Schuss mit. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, dass die Softstats der Gun nicht so brillant sind, was dazu führt, dass solche Schüsse auch gerne mal daneben gehen. Ich merke jetzt, okay, scheiße, Löwe kommt auf mich zu. Tiger 2 chased mich. Ich muss hier weg. LTTB würde ich gerne snacken. Glück gehabt, dass die Tiger 2 Schelle nicht gesessen hat. Hat aber anscheinend auch, nee, das ist die kleine Gun gewesen wahrscheinlich. 220 Alpha, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. LTTB ist raus, ist schon mal auf jeden Fall ein gefährlicher Punkt weniger im Spiel. Ich versuche jetzt so ein bisschen vor den Heavys wegzukommen. Der Löwe hat schon aufgegeben. Der Tiger 2 ist, glaube ich, noch verbissen. Der möchte mich gerne bekommen. Lässt sich da jetzt ganz unglücklich droppen. Okay, jetzt könnt ihr sagen, Noob Matchmaker, das wird wahrscheinlich einem Profi nicht passieren. Das sind halt Situationen, die muss man dann ausnutzen, da kann man schön Damage machen.
Ich sehe jetzt, okay, da dreht sich in meine Richtung, hat die Gun ungefähr in meine Richtung. Das wird jetzt ein bisschen zu gefährlich. Direkt traden mit einem Tiger 2 möchte ich an der Stelle jetzt auch nicht. Ich versuche es also nochmal wieder von hinten. Ich sehe ja links von mir mein Team, die da jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Feuer auf sich lenken. Löwe schon komplett abgelenkt. Ich gehe davon aus, dass der Tiger 2 ebenfalls abgelenkt ist. Ist er auch. Also ranfahren, ganz wichtig, wenn ihr die Chance habt, circlen. Gerade die Heavies, da funktioniert das auch, wenn der Panzer nicht so mobil ist. Ihr seht das hier. Ist relativ easy runterspielbar, immer schön auf die Weak Spots ballern und jetzt ist es eigentlich nur noch der Löwe, der im Weg steht, beziehungsweise dem Sieg im Weg steht. Der kriegt jetzt nochmal ein paar Schüsse ins Heck. Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr entzündet, leider, aber war jetzt natürlich eine Damage-Pinata. Auch hier wieder vermutlich dem Noob-Matchmaker geschuldet. Ein guter Spieler hätte sich schon längst umgedreht und hätte mich angegriffen. Ich denke aber tatsächlich, durch die hohe Mobilität hättet ihr das auch trotzdem in der Situation geschafft. Jetzt ein bisschen Glück gehabt, ich wollte eigentlich an seine Seite rankommen, er hat mich aber geblockt. APCR wieder Glück gehabt, dass die Schelle mich nicht getroffen hat, aber auch das gehört zum Spiel dazu. Man muss auch gerne mal aggressiv spielen, um einfach das Maximum aus der Runde rauszuholen. Zweites Replay zu Ende, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wie gesagt, wenn es euch zu viel ist und ihr hättet gerne nur einen Replay, damit hier die Selbstbeweihräucherung ein wenig endet, dann sagt mir gerne Bescheid. Damit nähern wir uns auch dem Ende des ersten Videos zu WoT Blitz auf unserem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass die Replays zum Schluss nicht zu viel Selbstbeweihräucherung waren. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich weiß, das sind Best-Case-Szenarien. Sowas passiert nicht so oft. Nichtsdestotrotz wollte ich euch damit zeigen, wie man den Comet am besten einsetzt in den einzelnen Gefechten. Nämlich eiskalt als Flankierer, nutzt die Mobilität, nutzt die gute Gun Depression, nutzt die unvorstellbar gaskranke DPM. Da habt ihr wirklich einen riesen Vorteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder eventuell sogar ein Abo. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, also Hilos TV, denn wir sind 3 Streamer insgesamt, dann besucht uns gerne auf Twitch TV, Hilos TV. Ich würde mich über euren Besuch begrüßen. Freuen, was für ein Blödsinn. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.